So, Leute, willkommen zurück zu Quinns Nuzlocke-Abenteuer. Oh yeah, keine Sorge, ihr habt nichts verpasst irgendwie oder Bild ist auch nicht eingefroren, weil der kleine Cursor sich da bewegt, wie man genau sieht. Ich habe nur schon mal ein Ei ausgebrütet, welches halt noch nicht vorgebrütet war, deswegen, ist das jetzt, starte ich jetzt hier, weil ich einfach ein Stück Papier reingeschoben habe hier zum Schiebepad, genau, damit es entsprechend, schon mal vorbrüten kann. Während ich nicht da bin, denn das hat ganz schön lange gedauert, ungefähr 20 Minuten und es ist ein Evoli. Sehr schön. Evoli gespendet von Suvako und es soll den Namen Herale tragen. Ich habe ein Déjà-vu, ich erinnere da an unsere, an die Synchro-Log, ne? So, beim letzten Mal ist uns nämlich leider Kaido verstorben, wir erinnern uns dran. Das war der Miss, wobei wir nicht wissen, ob es dann danach hat entsprechend, wenn es nicht gemisst hätte, das Pokémon hätte besiegen können. Aber ja, wir müssen jetzt also, beziehungsweise wir werden jetzt erstmal ein paar weitere Eier ausbrüten. Und ich werde dann den heutigen Part noch erstmal mit dem Team machen. Und falls ich dann doch bis zu Flordelis kommen sollte, der übrigens bei Level 53 capped, nur mal so nebenbei, dann werde ich da halt vorzeitig beenden. Wobei, wir müssen noch relativ viele Trainer vorbesiegen. Also glaube ich tatsächlich nicht mal, dass wir da noch hinkommen werden. Vor allem, weil wir jetzt ein bisschen Zeit benötigen werden, um entsprechend ein paar Eier auszubrüten. Viele sind es, glaube ich, nicht. Aber wie gesagt, vielleicht haben wir nochmal einen Glücksgriff dabei. Irgendwas, was uns super krass stark hilft gegen das Garados oder generell gegen das Team von Flordelis, vor dem ich immer noch massivst Angst habe, wie man sich eventuell, ja, wie man eventuell heraushören kann, nicht wahr? So, Leute, also, 4 Eier haben wir noch. Ich weiß gar nicht, ob ich alle 4 ausbrüten kann. Ich gucke gleich mal auf die Karte, aber eins wird doch sicherlich noch drin sein mindestens, oder? Wir schauen mal, Leute. Bis gleich. So, das nächste Ei schlüpft, Leute. Und ich habe gute Nachrichten. Wir können alle Eier, die wir bisher haben, noch ausbrüten. Ich muss das mal gucken. Jetzt schlüpft erstmal Chiaki von Nikolai. Und das ist ein ja, das ist ein Pestnief und das ist natürlich gegen die Regeln. Das heißt, das können wir leider nicht benutzen. So viel dazu. Bitte nur Unlicht-Pokémon, Leute. Ich habe mich schon gefragt, ob das vielleicht mal passieren würde, aber gut. Nur Unlicht-Pokémon sind gestattet. Das heißt, das können wir natürlich nicht benutzen. Wir brüten das nächste Pokémon aus. Beziehungsweise, warte mal, bevor wir das nächste Pokémon ausbrüten, soll ich erstmal, für was wir denn jetzt überhaupt noch Eier offen haben. Das zählt dann natürlich jetzt nicht für eine Route. Das gerade das Evoli, das zählte für die Hotelruinen. Dann haben wir noch für Route 16 ein Ei frei. Eins für Frescora, eins für die Frosthöhle, eins für Route 17 und eins für Fluxia City. Das heißt also, wir kriegen noch nicht mal alle Routen abgedeckt irgendwie. Du kommst in die Kampfbox, darfst mit Bernd aufpassen. Mit Bernd jetzt den Assistenten. So, brüten wir das nächste Ei aus. Für Route 16 dann. Wir können mal ganz kurz auf die Karte gucken. Ich glaube, ein weiteres Gebiet haben wir tatsächlich noch nicht erforscht, bei dem wir rein können. Außer das Team Flair versteckt da. Ist noch irgendwie mit drauf. Aber nein, nicht wirklich. Ja, genau. Also hier, das war das letzte Ei, was wir ausgebrütet hatten. Dann jetzt hier für die Hotel oder eben Route 16. Frescora, Frosthülle, Route 17 und Flux hier. Hier die Omega-Hölle, da waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Das heißt, das zählt nicht. Route 18 waren wir auch noch nicht drauf. Und ja, das heißt, ein paar Eierchen werden es noch im Endeffekt sein. Aber schauen wir mal, wie viel im Endeffekt wirklich. So, jetzt erstmal das Ei für Route 16. So, das nächste schlüpft und es heißt Eclipse oder Eclipse, wie auch immer man es aussprechen mag. Gesponsert von Isaac oder Isaac, wie man es auch aussprechen mag. Direkt die Golden Sun Flashbacks. Hier, wird das ein Kapuno sein? Ja, es wird ein Kapuno sein. Das habe ich mir fast gedacht bei dem Namen. Sehr, sehr schnieke. Und da schlüpft unser zweites Kapuno aus dem Ei, Leute. Das heißt, zwei können wir gleich noch ausbrüten. Und wenn ich so auf die Namen gucke, befürchte ich fast schon, dass das nächste auch ein Kapuno sein wird. Weil das trägt den Namen Grima. Also hier der oberkrasse Superdrache da aus Fire Emblem Awakening. Eclipse. Eclipse, jawohl. Ich kann mir generell gut denken, was die nächsten beiden Pokémon werden, wenn ich so auf die Namen gucke. Aber schauen wir mal, ob ich recht habe. So, Grima schlüpft, gesponsert von Justin und ich befürchte, wie gesagt, das wird wahrscheinlich ein Kapuno sein, oder? Bei dem Namen, ich meine, es würde echt passen. Ja, das ist das dritte Kapuno. Ah, schön. Ja, Kapuno Nummer 3 schlüpft damit aus dem Ei. Das heißt, wir haben gleich nur noch ein Ei und das kommt von Tobias und soll den Namen Caspero heißen. Ich habe ja ein bisschen irgendwie den Wunsch, dass das vielleicht ein Kramurks ist.
was ganz schön wäre, weil unser Kramurx, was wir hatten, das durfte ja leider nicht allzu lange leben. So, Grima, Female Grima. Passt ja. Je nachdem. So, das letzte Ei, was wir auch haben generell. Nicht das letzte für die Routen generell, weil zwei Routeneier können wir tatsächlich jetzt nicht ausbrüten, was halt daran liegt, dass wir zu wenig haben. Aber wir können noch, warte mal, erstmal hier. So, es kommt zu den Dreien da oben. Sehr schön. Muss ja alles richtig sortiert werden hier, nicht wahr? Alle Pokémon, die wir mehrfach haben, auch schön in eine Reihe. So. Gut, und das letzte schlüpft, also jetzt noch nicht, aber baldigst. Und das letzte Ei schlüpft Caspero oder Caspero, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Von Tobias, wie eben schon gesagt. Was wird es sein? Was wird es sein? Ist es ein Kamux? Ist es ein... Ich habe den Namen vergessen. Pam Pam, genau, es ist ein Pam Pam. Leider kein Kamux, aber das zweite Pam Pam, was schlüpft, wäre auch ein potenzieller Kandidat auf jeden Fall für unser Team natürlich. Vor allem, wenn ich so drüber nachdenke, also das wird auf jeden Fall mit Gyarados fertig. Ziemlich sicher so war. Also die Unlichtattacke macht nichts. Eine Wasserattacke soll es auf jeden Fall tanken. Pam Pam, potenzieller Kandidat auf jeden Fall. Caspero, richtig geschrieben. Jawohl. So, die Liste kann zugemacht werden, weil jetzt haben wir erstmal keine Eier mehr verfügbar. Das heißt also, Leute, wie ich schon gesagt habe, einen letzten Eierannahmestream wird es natürlich noch geben, mit, damit die restlichen Routen noch entsprechend ausgefüllt werden. So, aber jetzt werde ich natürlich erstmal noch nichts ins Team nehmen. Denn jetzt gehen wir erstmal mit dem, was wir haben, los. Und ja, schauen, wie weit wir kommen. Das klingt, als würden wir scheitern, aber nein, ihr wisst, was ich meine. Also, ich werde auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen gegen Flordelis kämpfen, diesen Part. Nicht den Hauch einer Chance. So, wir gehen erstmal rein, gucken, was so abgeht und ja, wollen uns dann ja, baldigst halt entsprechend vorbereiten, nicht wahr? Ah, ich bin nervös, aber ich glaube wirklich, wie heißt denn das Ding nochmal? Pandagro. Das heißt eben nicht Pandagro. Pandagro. Nee, doch, es heißt nicht Pandrago, genau, es heißt Pandagro, so heißt es nämlich. Nicht Pandrago, sondern Pandagro. Ein Fehler, den unendlich viele Leute einfach immer wieder machen, inklusive mir, bis ich es mir dann mal eingeprägt habe. Beeilen wir uns, ja, ja, alles cool. Alles cool, Kollege. Hallöchen, na? Na, jedenfalls, aber das ist Pandagro, richtig guter Kandidat, weil das wird auf jeden Fall fertig mit Gyarados. Die Sache ist nur, kann ich Pandagro in einen Gyarados reinswitchen? Kann ich es überhaupt entwickeln? Ach, warte mal, wie war das? Pam Pam entwickelt sich per Level-Up, wenn ein Unlicht-Pokémon im Team ist. War das nicht sogar so? Das könnte eine Bedingung sein, die sehr schwer zu erfüllen ist. Zwinker, zwinker. Hust, hust. So, ich vertraue keinem nicht mehr, dass er dazu in der Lage ist, einen Pokémon mit einer vierfachen Psychoschwäche auch mit einer Psychotacke anzugreifen. Deswegen greife ich lieber selber das Glibunkel an. Nevermind. Okay, alles klar, er hat gelernt. Er hat damals wahrscheinlich den Paten gucken und gedacht so, oh, bin ich doof, ey. Ich bin so doof, Mann. Ich bin so doof. Warum bin ich denn so doof, Mann? Und hat daraus gelernt. Hey, ein Level-Up für Vogel. Sehr schön. Ich danke dir. Nehme ich gerne. Das ist nur die Frage, kann er was gegen Cleopatra machen? Überlebt er das überhaupt? Weil ich glaube, Cleopatra ist schneller. Nee, ist er nicht. Krass. Bom. Oder er macht Übernahme oder sonst irgendwas. Nein. Ist einfach nur langsamer. Same Psyaugo und es stirbt einfach gefühlt in jedem Kampf. Wenn wir dagegen kämpfen sowieso und auch irgendwie, wenn wir zusammen kämpfen. Das Skalux sieht so lustig aus, wenn es Fliegen einsetzt. Vor allem, weil das rein vom Pokédex-Eintrag überhaupt keinen Sinn ergibt, aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Nein, da raufte sich die Haare, die nicht vorhandenen. So richtig aufeinander abgestimmt. Ja, so richtig aufeinander abgestimmt. Kalim wieder daneben, der versucht genauso cool zu sein wie wir mit der Ja-Pose, aber einfach nicht hinkriegt. Heilst du wenigstens unsere Pokémon? Danke. Ich danke dir. So, 47. Also wir müssen nicht so viel trainieren tatsächlich, weil die meisten seiner Pokémon verändern sich kaum. Also die sind auf Level 49, 49 und ja, ich weiß, dass es Gyarados auf 53 ist. Aber mehr auch nicht, ne? Wir werden nicht verlieren, wir lassen euch nicht vorbei. Diejenigen, die weiterkommen werden, sind wir, Team Flair. Ja, ja, okay, okay. Ist alles in Ordnung, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber nicht hier in diesem Business, sage ich mal, ne? Müsst ihr euch schon was anderes überlegen. Wollen ja fair sein gegenüber den anderen Lebewesen. Ihr könnt dann einfach sagen, ja, ihr lebt jetzt und ihr nicht. Das wäre ja... Geht doch nicht! So, episches Duell. Ein Pokémon passt nicht so ganz dazu, habe ich so irgendwie das Gefühl.
Und das ist Voltenso, denn es hat eine viel zu helle Farbe. Genau, Voltenso meinte ich natürlich. Das kann ich sogar auf beide, ey. Wow, das macht einfach gar keinen Schaden. Das macht einfach nichts. Aber der wird bestimmt nochmal Säuselstimme machen. Das heißt, ich kann mit Flammenwurf gleich Magnaien angreifen. Was hat Voltenso jetzt gemacht? Hat Voltenso überhaupt irgendwas gemacht? Donnerzahn. Auf wen? Auf mich. Autsch. Au. Gar nicht mal so schlecht, mein Freund. So, und jetzt machst du Säuselstimme und besiegst. Wobei, egal, was du machst für einen Angriff. Ich meine, das Ding wird so wie... Ja, sehr schön. Wird so oder so zugrunde gehen. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Aber das Pokémon war schon schneller down, als ich überhaupt sprechen, geschweige denn denken konnte. Nein! Das denken die sich, wenn ich die Pose von denen sehe. Ich habe verloren, aber das spielt keine Rolle. Lang lebe Flordelis. Selbst Niederlagen grämen uns nicht sonderlich. Wir haben ja noch Meister Flordelis. Ja, ihr habt Meister Flordelis, der aufs Maul bekommen wird. Hoffentlich. Sorry. Wäre schön irgendwie. Ach, jetzt kommen noch die anderen zwei, ne? Tapfik Q, Caleb. Oder sie nur. Sana, was hast du hier zu suchen? Das tut mir leid. Ich weiß ja, dass ich euch eher ein Klotz am Bein sein werde. Richtig. Und er auch nur so, ja, aber... Aber wir sind schließlich Freunde und Freunde lassen einander nicht im Stich. Tut mir leid, Sana. Ich war zu ungeduldig und habe deine Gefühle keine Rücksicht genommen auf. Danke, dass du gekommen bist. Du hast recht, wir sind schließlich Freunde. Siehst du auch so Top 4Q, nicht wahr? Nun, ich verstehe, dass du sie nicht mitnehmen willst, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Ja, exakt. Aber es ist für sie viel sicherer, mit uns zu gehen. Sana, Top 4Q und ich gehen vor und du kommst nach, okay? Okay, danke. Meint er nicht gerade, es wäre sicherer, wenn wir zusammengehen? Wieso sollen wir dann vor... Egal. Vielleicht meint er, dass sie ja trotzdem... Nö, die bleibt jetzt da stehen. Not good. Unser großartiger Plan ist doch nicht aufgegangen. Wir können uns keine Unachtsamkeiten erlauben. Flair, Team Flair! Aber ich finde es schön, dass einfach... Team Flair hat, glaube ich, gar nicht so viele Mitglieder, wenn man bedenkt, wie viele Leute man wieder trifft. Hier die Olle, die immer Flair brüllt. Oder der Typ, bei dem immer alles gepflegt ist. Irokex. Okay, pass auf. Du benutzt Säuselstimme. Das ist immer ein vielfach effektiver, wenn es trotzdem so gut wie gar keinen Schaden macht. Warte mal, ich wurde nicht geheilt. Ich habe gar keinen Schaden bekommen mit Vogel. Deswegen dachte ich, ich wäre geheilt worden. Kann das sein? Das kann sein. Ist wahrscheinlich sogar der Fall. Ich benutze Samsara. Ah, es ist auch wieder ein Irokex. Bitte Fokus das Irokex, Kalim. Fokus oder mach einfach Säuselstimme. Machst du nichts falsch mit. Ich hoffe, der macht jetzt Turmkick, also das Irokex. Ah, gut, warum ausgerechnet auf... Okay, er fokust erstmal ihn. Das ist aber gar nicht so cool, weil mit Samsara machen wir halt nichts gegen Irokex, ne? Aber ich greife trotzdem mal an. Ich greife trotzdem mal an. Die hassen echt... Alle hassen einfach dieses Psyogre, das tut mir so leid. Psyogre ist so ein süßes, tolles Pokémon. Ja, macht halt überhaupt keinen Schaden. Bitte schick jetzt irgendwas ins Rennen, was das Irokex besiegt, Kalem. Das ist deine Chance, du glänzt. Ich habe den Evoliten auch nicht vorgegeben. Boah, die Chokes, Leute. Und dann auch noch der Drop. Bitte greif Irokex an. Du musst Irokex angreifen. Wenn du nicht Irokex angreifst, dann greifst du halt wen anders an. Und das ist nicht gut. Vogel. Wieso habe ich den Evoliten vergessen? Jetzt, wo Kaido ihn nicht mehr trägt, kann ich ihn noch Vogel geben. Aber ich habe nicht dran gedacht. Flammenwurf. Yay. Bitte nicht sterben. Greif. Ach, Mann, du wirst verrecken. Warum boostet er sich, wenn er langsamer ist? Ja, jetzt erst recht. Geht sogar auf beide, oder? Ne, geht nur auf mich. Okay, wenigstens hat er nicht Turmkick oder so gemacht. Das Hundemon. Ja, toll. Jetzt bist du tot. Super, Kalem. Die Strats. Ah, und jetzt kommt natürlich der Turmkick. So viel Schaden macht. Oh Mann, Irokex, warum ist das im letzten Part so ein Problem? Ja, weil ich nicht mehr lucky die Turmkick. Jetzt greif doch bitte. Hilf mir jetzt doch mal, Kalem. Greif doch mal irgendwas an jetzt bitte. Mit einem Ruckzuckhieb, Leute. Mit einem Ruckzuckhieb, anstatt das Irokex mit einer Feuerattacke zu brutzeln. Nee, er macht Ruckzuckhieb auf Hundemon. Oh Mann, schick doch dein Quajutsu rein. Hat der Quajutsu? Der hat den Quajutsu, oder? Ja, dass das nicht ausreicht, war leider abzusehen. Ja, ich muss halt jetzt wieder Samsara reinschicken. Greif bitte das Irokex an. Kalem! Do it! Ich meine, wenn du noch Hundemon da hast, dann kann ich auch meine ganzen anderen Uni-Pokémon reinschicken. Das ist dann nicht das Problem.
Itemsperre ist okay, darf ich eh nicht benutzen. Bitte greif Irokex an. Oh mein Gott. Ja, er ist natürlich langsamer, jetzt sagt der Grimasse. Kalem. Ja, danke. Jetzt mach doch einfach, greif Iro... Er wird jetzt das Hundemann angreifen, weil es sehr effektiv ist. Ah, ich mach Tiefschlag. Weil es ein bisschen mehr Schaden macht. Immerhin Wasserschuriken. Ja, ist immerhin das Hundemann vielleicht weg, wenn er eine gute Roll trifft. Nee. Tiefschlag ging daneben? Okay, macht Grimasse. Mann! Das wäre alles überhaupt kein Problem, wenn er nur das Irokex attackieren würde. Gut, er wird jetzt aber nicht... Ziemlich sicher, dass er jetzt nicht auf eine Kampfattacke gehen wird. Und wenn doch, dann habe ich halt gelitten. So, er wird jetzt das Hundemann rausnehmen, dann kann ich mit der Wasserdüse nächste Runde das Irokex besiegen. Alter Kalem, ey. So. Tschüss, immerhin Hundemann. Wenn jetzt Turmkick kommt, dann einfach well played. Ja, ja, kommt. Ich will die Attacke sehen. Oh, die Erfahrungspunkte. Gib mir die Attacke, Grimasse. Okay, gut. Oh, das haben wir safe. Das haben wir safe, Leute. Boah, meine Güte. Was soll ich dazu noch sagen? Herzrasen hier im Team Flair-Versteck. So. Schön. Okay, nochmal eben meine vielen Erfahrungspunkte für alle. Mann, ey, ich hab verloren. Meister Flordelis für uns die hoffnungsspendende Sonne. Wo ist so das Phlogiston in meinem Herzen hin? Ja, das Phlogiston! Ich hab nicht mal eine Ahnung, was das ist, Leute. Ich muss dich unwissend äußern. Tut mir leid. Kannst du jetzt mal meine Pokémon heilen? Nö. Heilt Sanna meine Pokémon? Weißt du, die heilen immer meine Pokémon. Aber jetzt, wo es mal nötig wäre, heilst du meine Pokémon? Toll. Toll. Ich würde unsere Freundschaft gerne dafür verkaufen. Wenn du dafür meine Pokémon heißt, den Beleber, bitte nicht. Weil dann, wenn ich einen Beleber brauche, dann ist es eh schon zu spät. So, ja, aber wie vermutet, das dauert alles hier noch ein bisschen. Also, vor allem ganz unten, bevor wir gegen Flordelis kämpfen, müssen wir dann auch erstmal noch uns durch 4 Vorstände kloppen oder so, glaube ich, war das. Und wir sind ja hier noch nicht mal ganz unten. Also ja, hab ich richtig abgeschätzt auf jeden Fall. Ich glaube, einer kommt noch hier, oder? Ja, wir sind dabei, Kalle, wir sind dabei. Oder auch nicht? Ja, sind wir tatsächlich schon ganz unten angekommen. Hi! Ein elektrisches Schloss, was machen wir da? Könnte vielleicht nützlich sein, wenn man mal bei einem Rätsel nicht weiterkommt, löst die Maschine es für einen. Ich habe sie von Citro bekommen, sie funktioniert allerdings nur ein einziges Mal. Mensch, Convenience. Elektrische Schlösser und Rätsel sind ja im Prinzip das gleiche, oder? Plot Convenience. Oh, das Schloss ist aufgegangen und die Maschine ist wirklich hinüber. Wow, Sanna, du bist so cool, Mann. Sicher, Citrus ist derjenige, der die Maschine gebaut hat. Aber du hast sie mitgebracht. Belassen wir es also dabei, dass ihr beide toll seid. Denn das ist auch wichtig, jetzt zu diskutieren. Wir sind also endlich. Dort drin ist das legendäre Pokémon. Helfen wir ihm. Gut, Leute, ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommt. Beziehungsweise, wie schon gesagt, ich werde jetzt erstmal mein Team umstellen. Gut, dass ich ja mein Pokémon gerade geheilt habe, wenn eh kein Kampf mehr kommt. Dödöm. Ja, Pandago hat gute Chancen, sag ich mal, einfach für Garados. Und ansonsten schaue ich mal, ob ich noch mehr umstelle. Wäre halt auch schön, wieder was gegen Feen zu haben. Da Kaido raus ist, haben wir halt nur noch Amaterasu und das ist vielleicht ein bisschen wenig. Wir schauen mal. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.